Actually, wir machen das Quiz. Das können wir, glaube ich, zusammen easy machen. So, hast du das Zeug zum Fluglotsen? Damit weiß ich dich im Quiz. Ist da kein Panel unterm Stream? Doch, da muss auch Panel sein. Nee, das ist kein Panel, ne? Okay, shit, dann sende ich einfach den Link hier rein. Doch, doch, da ist ein Panel. Ich bin blöd. Da steht, okay, let's go. Da ist ein Panel. Hier unten links. So, okay, let's go. 30 Fragen gibt es. Vielleicht machen wir nicht alle. Mal gucken. Wie verhalten sich Piloten, wenn auf der geplanten Route Gewitter auftauchen? A. Gewitter werden umflogen. B. Gewitter machen dem Flugzeug gar nichts aus, dass sie wie im Auto einen Faradayschen Käfig bilden. C. Sie fliegen unter dem Gewitter durch. Actually. Ich würde sagen B, oder? Wait, actually, really? Ihr seid auch alle lost. Ihr habt auch alle B gemacht. Wait, what the hell? Also, wenn ein Flugzeug von einem Blitz getroffen wird, ist das schlecht für das Flugzeug? No. Wie verhält sich der die wie verhält sich die Lufttemperatur in der Regel mit der Höhe? Okay, das ist einfach. Bleibt gleich, nimmt ab, steigt an. Was ist es? Wird immer kälter, ne? Warum starten, landen Flugzeuge regelmäßig in unterschiedlichen Richtungen? Luftfahrzeuge sollen immer gegen den Wind starten bzw. landen, um die Kräfte der Natur mitzunutzen. An Flughäfen gibt es bestimmte Zeiten, in denen immer in der entsprechenden Richtung gestartet und gelandet werden muss. Es wird immer geguckt, in welche Richtung der Zielflughafen liegt oder aus welcher Richtung das Luftfahrzeug kommt. Und dementsprechend die Start- oder Landung, das ist Bullshit. Bestimmte Zeiten. Das ist, glaube ich, auch Bullshit. Ich meine, es ist ganz obvious, dass man immer gegen Wind fliegen möchte, ne? Damit du Auftrieb hast. Die Entfernung zwischen Köln und Stuttgart beträgt. Oh, okay. Also man fährt von Duisburg bis Stuttgart 4 Stunden. Mindestens. Also es sind mindestens 400 Kilometer. Und dann Köln ist noch mal eine Stunde, also so 100 Kilometer weniger. Dann mache 400. Okay, easy. Wovon hängt die Intensität von Wirbelschleppen massegeblich ab? Was ist das überhaupt? Von der Geschwindigkeit des Flugzeugs, von der Luftfeuchtigkeit, vom Gewicht des Flugzeugs. Okay, ich habe nicht was. Ich weiß nicht, was Wirbelschleppen ist. Habe keine Ahnung, was es ist. Aber ich würde, also, wenn das irgendein Wirbel hinterm Flugzeug ist, der da entsteht, dann würde ich jetzt sagen Geschwindigkeit, oder? Was? Gewicht? Was? Mehr erfahren. Bei Wirbelschleppen, auch Wirbelzöpfe genannt, handelt es sich um zopfartige, gegenläufig drehende Luftverwirbelungen hinter fliegenden Flugzeugen. Ihre Intensität ist vom Gewicht des Flugzeugs abhängig. Die Lebensdauer wird von Wind und Atmosphäre beeinflusst. Der Begriff Wirbelschleppen bezieht sich dabei auf die an sich unsichtbaren Luftwirbelungen, als auch auf die im Zuge von Kondensationsprozessen sichtbar werdenden Wolkenspuren.
Und das hat was mit Gewicht zu tun? Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung. Warum werden Luftfahrzeuge bei Schnee und Regen im Winter enteist? Also, ich sag mal ehrlich, es geht nicht in meinen Kopf rein, dass das Gewicht des Flugzeuges in irgendeiner Art und Form meddern kann. Naja, egal. Weil sich die Fluggesellschaft. Was? Schnee und Regen wird enteist im Winter. Weil sich die Fluggesellschaft dadurch viele Treffer starten können. Da die Luftfahrzeuge leichter werden. Okay, ja, kann ich mir vorstellen. Luftfahrzeuge durch das Gewicht leicht das maximal Starkgewicht überschreiten würden und die Enteisung dadurch den Transport aller Passagiere ermöglicht. Ich glaube, so schwer ist das jetzt auch wieder nicht. Weil das Abheben bei vereisten Tragflächen und dadurch geänderter Flügelformen gefährlicher ist. Das kann ich mir am ehesten vorstellen. Was ist der Unterschied? Okay, wir machen noch drei Fragen und dann spielen wir, glaube ich, in ein anderes Game. Was ist der Unterschied zwischen dem magnetischen und dem geografischen Nordpol? Der magnetische Nordpol zeigt immer die Kompassseite und der geografische Nordpol ist das nördlichste Ende der Erde. Ja. Ein Fluglotse benötigt für die Ausübung seiner Tätigkeiten ein allgemeines Sprechfunkzeugnis für den Flugdienst. Was? Flugfunkdienst. Ein Nachweis des Beherrschens des Morse-Alphabets. Eine CB-Funkberechtigung. Also ich würde sagen, Morse-Alphabet hört sich legal an. Oder auch nicht. Warum sind sämtliche Bewegungsflächen auf dem Flughäfen bunt markiert und bunt beleuchtet? Wie oft das Energie kann zu einer Art Lichtshow verwendet werden, die für jeden Flughafen individuell gestaltet wird? Was hat der bitte für ein Bullshit? Die Markierungen mit den unterschiedlichen Farben unterstützen die Bewegungslenkung von Luftfahrzeugen. Hört sich okay an. Piloten und Fahrer von Fahrzeugen soll das Gefühl bekommen, dass sie sich wie auf einem Straßensystem zu verhalten haben. Okay, das ist einfach. Okay, gut, wir haben 6 richtig, 3 falsch. Achso, das ist die 10. Frage noch, ne? Was bedeutet die Aussage, dass sich ein Flugzeug nach Sichtflugregeln bewegt? Flüge nach Sichtflugregeln genießen einen besonderen Schutzstatus, da sie immer versuchen, so nah wie möglich an Points of Interest heranzufliegen. Werden von der Flugsicherung nah an Flugplätze herangeführt, um ihnen die Sicht auf andere Flugzeuge zu ermöglichen. Flüge nach Sichtflugregeln unterliegen nicht der Kontrolle der Flugsicherung. Ja. Ey, richtig, nice. Okay. So. Okay, Multitasking, Vectoring oder Pushing. Machen wir Multitasking. Bewege die fallenden Steine. Eine Zeile gilt als komplett und wird ausgeblendet, wenn die Summe der Zahlen durch 10 teilbar ist. Du bekommst 50 Punkte. Okay, let's get it. So, 4 plus 9. Okay, 13. Das ist Tetris in Mathe. 13. Nehmen wir den, 17, dann brauchen wir noch 10. 5, okay, rauchen nur noch 9 oder 5. Gut. Okay, oben haben wir 9. Okay, oben haben wir 13. Okay. Okay. Ich brauche eine fucking 5! Was soll die Scheiße? Trollen die mich? Ich kann nicht weitermachen, bis ich nicht eine 5 habe. Hallo! So, das andere war 7, 9, 13. Jetzt brauche ich eine 7 als nächstes. Nice. Oh, gut. Okay, das andere war 14, 18, 22, 8. 8 brauche ich, 8.
Okay. So, das andere ist 6, 6 sind 12, 20, 27, 3. 3, 3, 3. Gib mir eine 3. Bitte, ich brauche eine 3. Das Game ist voll RNG. Oder nicht? Da kannst du überhaupt nichts für. Oh, da ist die 3. Okay. 6 plus 3 sind 9. 13. 19. 1. Woche 1. Woche 1. Oh Gott. Oh, da ist sie, okay. 9, 15, 23, also eine 7. Oh, Gott bless. Okay, 11, 17, 21, also jetzt eine 9. Wie macht man das denn sonst? Wie willst du das sonst machen, außer so? 9, 16, 17, 3. Drei. Aha. Okay. 10, 15, 17. Nee, 18, ne? 2 brauchen wir. Zwei. Geht das anders? Also, du lässt links 2 Plätze. Dann hast du mehr Optionen. Wie meinst du? 12, 20, 25, brauchen wir 5. Ich glaube, das geht gar nicht, was ihr meint. Okay, wenn ich jetzt keine 5 kriege, ist Lost. Hoch. Okay, und dann direkt jetzt eine 10, 3, eine 7. Eine 7. Pratsch. Okay. Jetzt brauchen wir 6, 6, 6, sind 12, 18, 27, eine 3 brauchen wir. Okay, so. 10, 20. Wait! Wait, das ist eine 20! Es ist los! Okay, ich muss eine reine, also jetzt FF, ne? Scheiße. 10, 17 und jetzt brauche ich nur 9. Ich muss ja dann darauf aufpassen, dass ich keine 10er vorher fertig mache. 10, 19. Also ich brauche eine 1. Eins brauchen wir. Okay. Fuck, ich muss schnell rechnen. 6. 6. 10, 19, 1 brauchen wir. Okay, 1. Okay, ich glaube, es ist lost. Es ist lost. Oh, es ist nicht lost. Okay, 10, 11, jetzt eine 9. Jetzt eine 9. Eine 9. Gib mir eine 9! Okay, wir haben noch eine Chance. Okay, jetzt muss eine 9 kommen, sonst sind wir am Arsch. GG. Actually, wir wären gar nicht GG gewesen, nicht wirklich, aber. Ich glaube, ich muss jetzt hier einfach reinstecken, ne? Keine andere Wahl. Oh, wait, fuck. Ich muss rechnen.
Oh mein Gott, ich kann nicht rechnen. 2, 8, 10, 11, 14, 16. Das ist falsch. Oder 4. Nee, ich brauche. 14, 28. Ah, ich kann nicht rechnen. Nein. Leute, 1091 ist actually huge. Das ist actually gut. So, was ist das? Rotiere das Flugzeug nach rechts und links per Klick auf die Buttons. Wenn du den Typ verlässt, werden 50 Punkte abgezogen. Was ist das? Was ist das für ein Game? Warte mal, ihr wollt mir sagen, ich kann unendlich Punkte generieren, indem ich mich einfach im Kreis bewege. Pog. Gutes Game. Und das war's? Das ist das ganze Game? Okay, gucken wir mal, gibt's noch irgendwas Witziges? Zeige, dass du das Zeug zum Flugzeug und sorge dafür, dass alle Reisenden sicher und pünktlich an ihr Ziel kommen. Lotse das Flugzeug mit ausreichend Sicherheit durch den Luftschlauch. Fühle dich wie ein richtiger Fluglotse und steuere die Flugzeuge durch Spracheingabe an die Piloten. Alternativ kannst du deine Anweisungen auch durch Klick auf Koordinaten in der Radarrose oder über Plus- und Minustasten auf dem Smartphone wiedergeben. Okay, probieren wir erstmal. Was ist das? Was muss ich machen? Wie genau mache ich das jetzt? Der Countdown läuft. Ja, ich weiß doch nicht, was ich machen soll. Der eine ist schon abgestürzt. Fuck. Renn um dein Leben. Flieg. Flieg. Nicht abstürzen. Keine Ahnung, was muss ich da sonst sagen? 7 Mistakes. Oh mein Gott. 61 Mistakes. Ich weiß doch nicht, was ich machen soll. Pass auf, dass die Maschinen den Korridor nicht verlassen. Der Neustart kommt. Ich werde. Das ist int. Links, rechts geht nicht. WASD. Ja, okay, aber wie kann ich den denn lenken? Up, down. Hoch mit dir. Links, rechts. Runter. Abstürzen, abstürzen. Abstürzen, bitte. Plus, minus. Geh nicht. Plus, minus habe ich nicht. Also, geht nicht. Gradzahlen sagen. 180. 120 Grad. Du fliegst bitte nach 200 Grad. Umdrehen. Du. Lümmel. Mikrofon anmachen. 120. 0. 0 Grad. Flieg 0 Grad, Mann! Kann ich hier eintippen? Nee. Bitte fliegen Sie direkt auf den Boden zu. Ich habe nichts gemacht.
Das nimmt meine Instructions nicht ein, das. Ach. Honestly, ich würde die einfach alle reporten. Ich würde die einfach alle reporten. Der Arsch stürzt ab. Mein Gott. Okay, was ist das noch? Okay. Pock. Es fliegt. Es soll zu A. Ja, dann flieg mal zu A. Der fliegt auch nach A. Ja, okay, rein da. Hui. Er ist angekommen. Nice. Flieg schneller. Der muss zu B. Ja, dann rein da. Ne, easy. Der muss zu C. Okay. Das ist ja voll einfach. Die crashen nicht, ne? Der auch nach B. Crashen die beiden? Ich glaube, die crashen. Oder? Okay, wir lassen die mal ein bisschen nach oben fahren, fliegen. Okay, easy peasy. Sorry, jetzt crashen nicht. Der muss auch nach B. Okay, easy, easy, easy. Bisher sehr easy. Level 2 kommt jetzt. Der muss zum A. Okay, hoch mit dir. Du musst zu D. Wo ist überhaupt D? Da unten. Okay. Der muss auch D. Ja, dann fliegt man beide gleichzeitig lang, ne? Der muss zu C. Ich hoffe, das wird immer noch schwieriger ein bisschen, ne? Guys, ich habe noch niemanden umgebracht. Es kommt alles safe an. Schau euch das an. Yeah. Meine Oma fliegt Flugzeuge schneller. Ey Leute, ich fliege die nicht, ne? Ich möchte mich distanzieren von der Fluggeschwindigkeit, weil ich fliege die nicht. Das sind irgendwelche lümmeligen Pilote, die der Meinung sind, sie müssen hier langsam machen. Nee. Ich würde Vollgas geben. B. Okay, wir sind jetzt Level 3. Hoffen wir mal, dass das jetzt spannend wird langsam. D. Crashen die beiden? Ach, es gibt noch ein E. C. Crashen die beiden? Ja, ne? Gehen wir ein bisschen außen rum. Was? Wir sind irgendwie in B gelandet. In der Stadt. Oder? Ich darf nicht über die Stadt landen, fliegen. Werde ich abgeschossen oder was? Hallo? Was soll das? Oh mein Gott, du musst doch auf bei A sein! Oh mein Gott, der ist auch einfach gestorben. Okay, Level 4. Es gibt jetzt ein F.
Also mit jedem Level kommt basically wahrscheinlich ein Flugzeug um drauf und eine neue Station. Sehe ich hier oben. Falsch, du fliegst falsch, Mate. C ist da hier oben. Oh oh. Oh oh. Oh oh. F Purple. Was machen wir? Der darf hier nicht lang fliegen. Da fliegst du einfach runter. Und du? Zu E. Gönn dir. Die ist hier unten, Mate. Okay. So. Crashen die? Die werden crashen, ne? Crashen die? Oh mein Gott. Ich glaube, die werden crashen. Der ist C. Oh mein Gott, das wird actually schwierig. Was, Junge? Das ist falsch! Oh mein Gott, du fliegst bitte da lang. Was macht der hier? Junge, du musst zu D. Was? Deinem. Was für Zusammenstoß? Das ist ein halber Kilometer! Nee. Das gibt's ja nicht. Okay. Das Spiel ist einfach ein Scam, honestly.